Mein Name ist Hans Keminater, bin Geschäftsführer und Destillateurmeister der Whisky-Destillerie Schliers am Schliersee. Ich bin mit 16 Jahren zu dem Beruf gekommen, habe als Auszubildender hier angefangen. Die Grundidee war eigentlich, Koch oder Brauer zu werden. Und durch ein Praktikum hier beim Florian Stetter bin ich auf die Idee gekommen, dass mir Whisky brennen oder Obstbrände herzustellen eigentlich viel besser gefällt. Und seit 20 Jahren bin ich jetzt dabei. Ja, die Herstellung von Whisky ist eigentlich grundsätzlich relativ einfach zu beschreiben. Man braucht nicht viele Rohstoffe, man hat im Endeffekt drei Hauptrohstoffe und die Holzfässer, die man hier noch sieht. Und das ist das ganz Entscheidende beim Whisky. Whisky muss mindestens 3 Jahre in Fässer reifen, um überhaupt Whisky heißen zu dürfen. Wasser, kann man eigentlich relativ einfach sagen, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wirklich vom Anfang, vom Bearbeiten der Gerste, dass Gerste überhaupt wächst in der Landwirtschaft, auf dem Feld draußen, ist Wasser schon ein entscheidender Faktor. Geht dann weiter im Produktionsprozess, brauchen wir immer wieder Wasser, um das Getreide aufquellen zu lassen, um die Aromen rauszugewinnen. Dann später in den Fässern geben wir dem Whisky noch Wasser zu und um ihn ganz am Schluss auf Trinkstärke einstellen zu können, kommt auch nochmal Wasser dazu. Ohne Wasser kein Whisky und wie der Name schon sagt, Whisky kommt aus dem gälischen Uisge Bar, was nichts anderes heißt Wasser des Lebens. Und im Englischen wurde aus diesem Uisge Bar Wasser des Lebens irgendwann Whisky. Und so ist es praktisch entstanden und dadurch ist schon ein sehr, sehr enger Bezug von Whisky zu Wasser, also ohne Wasser kein Whisky. Ich bin Hans Keminater, meine Leidenschaft ist das Whisky destillieren. Ein Leben ohne Whisky kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine treibende Kraft ist das Wasser.